Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Herzbox von Moses Pelham. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Moses Pelham mit Herz. Wir lesen hier noch, auf der Folie enthält Deluxe Album mit 2 CDs, inklusive You Remember, Meine Heimat, M zum O, BGMB plus Instrumentals, bestickten Moses Pelham Bucket Hat und 5 Aufkleber. Alles klar. So, wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien und uns das dann in Ruhe anschauen. So, sieht das Ganze dann ohne Folie aus. Also, wir haben hier 3P Nummer 151, Moses Pelham, 3P mehr Bass, also 3P ist ja das Label von Moses Pelham, Moses Pelham Herz steht hier, oben nichts, links wieder Moses Pelham Herz, unten ebenfalls nichts und auf der Rückseite haben wir oben die Credits und den Barcode und hier dann die Tracklist, 12 Tracks. Okay, es ist eine Klappbox, also das klappen wir nach oben auf und dann haben wir hier die Sticker und hier in der Fischermütze in diesem Bucket Hat ist die CD. Ansonsten nichts weiter darin. Die ist ebenfalls noch verschweißt, werden wir jetzt auch mal aufmachen. Auch hier wieder der Hinweis, inklusive You Remember, M zum O, Meine Heimat, BGMB plus Instrumentals. Für alle, denen Moses Pelham noch kein Begriff ist oder die mit dem Namen nichts anfangen, das ist einer der, ja, ich will mal sagen, Urväter des deutschen Rap, so wie zum Beispiel Fettes Brot oder Fantastische Vier. Falls ihr den guten Mann noch nicht kennen solltet, empfehle ich euch unter anderem eines seiner ersten Alben, direkt aus Rödelheim. 1994 kam das gute Stück raus, damals noch in der Formation Rödelheim Hartreim Projekt. Die haben in einer Zeit ohne YouTube, ohne Facebook bis zum heutigen Tage mehr als 250.000 Platten eben dieser verkauft, direkt aus Rödelheim, und das ist schon eine beachtliche Leistung gewesen damals. Also, auf jeden Fall mal auschecken. So sieht das Album an sich aus. Wir haben es hier in einem Digipack. Auf der Rückseite die Tracks nochmals, wie auch auf der Box. Meine Favoriten sind der erste Track, Neubeginn, und Track Nummer 5, An alle Engel. Features haben wir soweit keine, also sind hier keine aufgelistet. Die CD an sich sieht so aus, wir haben hier in weißer Schrift auf schwarz Moses Pelham stehen. Und wir sehen hier im Hintergrund das Stadion von Eintracht Frankfurt. Moses Pelham ja bekannterweise aus Frankfurt und mit sehr viel Liebe zu seiner Heimat. Dann hier der Künstler mit einem Fischerhut, mit einem Kangol-Hut. Moses Pelham, das Booklet. Schauen wir uns auch gleich mal an. Also, das gefällt mir wiederum richtig gut. Wir haben hier Track, Neubeginn und dann haben wir hier den Text dazu abgedruckt. Komplett, inklusive hier der Infos, wer an dem Track beteiligt war. Also, da stehe ich schon drauf, wenn man die Texte hier abgedruckt hat, gefällt mir richtig gut. Und das dürfte wohl mit jedem Track so gemacht worden sein. Also, sehr viel Text zum Durchblättern, zum Mitlesen, zum Mitrappen. Und nebenbei auch hin und wieder Porträtaufnahmen von Moses. Eben zum O. Dann hier wieder eine Aufnahme aus dem Stadion, Waldstadion, You Remember,
Falls ihr euch wundert, warum hier bei Costa Meroniakis kein Text ist, das ist mehr so ein Skit oder so ein Track, wo halt Faxen gemacht wird und die Typen irgendwie im Studio lachen. Geheime Welt. Dann hier noch eine Aufnahme von Moses. Und dann sind wir schon am Ende angelangt. Hier noch eine Danksagung. Sehr schön. Dann haben wir hier noch einen Einleger zu weiteren CDs bzw. Merchandise von Moses Pelham. Das lassen wir mal hier drinnen. Und dann haben wir noch die Instrumentals. Diese genau im Negativ zur Album-CD, also nicht schwarz-weiß, sondern weiß-schwarz. So sieht das Ganze dann aus. Wie gesagt, das Album im Digipack. Dann haben wir die Sticker. Rund. Fünfmal derselbe Sticker. Also, Moses Pelham steht hier in weißer Schrift. In weißer Schrift auf schwarzem Untergrund und hier haben wir noch ein Herz. Allesamt rund, allesamt im selben Design. Und dann haben wir noch die Anglermütze, den Fischerhut, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Ups, Bucket Cotton, Master Italia, okay, Venice Italy, Atlantis, One Size Fits All, 100% Baumwolle, Made in PRC. So, und was haben wir hier noch? Okay, hier nochmal 100% Baumwolle in allen Sprachen. Und hier noch die Wasch- und Pflegehinweise. Ah ja, bevor ich es vergesse, falls sich jemand wundern sollte, weil ich es jetzt einfach so nur so vorgelesen habe, Made in PRC, was das heißt. Also PRC steht in dem Fall für People's Republic of China, also die Volksrepublik China. Also es ist im Endeffekt mehr oder weniger dasselbe wie Made in China. Gut, das ist in Schwarz alles. Sieht eigentlich ganz gut aus, also so von der Verarbeitung her, ist jetzt nicht irgendwie was offensichtlich minderwertig. Und hier haben wir dann den Patch, den Aufnäher, Moses Pelham. Ja, ist jetzt um ehrlich zu sein nicht so ganz mein Stil, also abgesehen davon, dass ich generell nicht so auf diese Bucketheads stehe, aber ja, ob man da jetzt herumlaufen möchte mit Moses Pelham und einem Herz auf dem Kopf, ist die Frage, aber für eingefleischte Fans sicher eine feine Sache. Gut, wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Anglerhut, dann die 5 Sticker, allesamt in diesem Design, in Rund, in Kreisform, und dann dieses Digipack mit der CD und den Instrumentals, inklusive der Bonustracks. Das alles in dieser wunderbaren Box. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Moses Pelham unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.